Nächste Frage, was wäre notwendig, um hier Tempo aufzunehmen? Ein ganz wesentlicher Punkt wäre, dass wir endlich ausbauen, was wir an Kinderbetreuungsplätzen haben. Und zwar nicht nur quantitativ, wir brauchen mehr Kinderbetreuungsplätze in Österreich, sondern auch qualitativ. Die Mütter und Väter in diesem Land müssen ihre Kinder da leichten Herzens und mit einem guten Gewissen abgeben können. Das funktioniert nur, wenn sie wissen, es sind wirklich hochqualitative Bildungsplätze für ihre Kinder in diesen Kindergärten gesichert. Und woran hakt das? Warum wird das nicht schon längst gemacht? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir verpassen seit mehr als einem Jahrzehnt das EU-weite Betreuungsziel für die unter Dreijährigen und auch für die unter Sechsjährigen. Da kommen von der Politik viele Lippenbekenntnisse. Tatsächlich wird es aber notwendig sein, hier erstens Geld in die Hand zu nehmen, um die Häuser wirklich zu bauen. Und zweiter Punkt, irgendjemand muss diese Jobs auch machen. Wir wissen, dass in den Kindergärten ganz, ganz viele Leute auch fehlen. Da haben wir einen hohen Personalmangel, was nicht zuletzt auch damit zu tun hat, dass das ein Bereich ist, der sehr, sehr schlecht bezahlt wird.